Die Stimmung steigt und wir freuen uns auf einen neuen Part von Mario Kart 7. Im letzten Part haben wir den Panzer Cup mit dem goldenen Pokal verlassen und sogar mit 2 Sternen und haben dadurch den Bananen Cup freigeschaltet, den 150 Kubik und natürlich auch noch, wer es glaubt, Leute, einen neuen Charakter. Wobei am Anfang nur 12 Charakter abgebildet waren, aber wir haben trotzdem einen neuen Charakter und es sind 16. Es sind 16 insgesamt und wer ist der neue Charakter? Es ist Shy Guy. What the fuck? Tatsächlich, es ist Shy Guy, Leute. Und wen sollen wir denn heute mal auswählen für dieses Spektakel? Ich würde mal sagen, heute widmen wir den Bananencup ganz einfach mal einer Frau. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Peach. Wir nehmen Peach. Komm, wir wechseln das Ganze ein bisschen durch. Und Karteil haben wir leider nicht bekommen. Jetzt muss ich erstmal gucken, mit was wir denn am besten unterwegs sind. Aber ich denke, wir nehmen diesmal den Soda Jet. Den Soda Jet mit Peach, ihrem Standardgleiter. Und wir schauen uns den Bananencup an. Es ist der Koopa Strand. Marios Piste 2, Kokos Promenade und Waluigi Flipper. Den Koopa Strand kenne ich, die Mario Piste 2 kenne ich auch und die anderen 2 Strecken kenne ich nicht. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber wir freuen uns jetzt auf den Bananencup, Leute. Viel Spaß und los geht's endlich mal. Endlich mal einen neuen Cup fahren. Und ich war schon richtig heiß, Leute. Ich war richtig heiß auf Mario Kart. Irgendwie, ich weiß nicht, das Projekt macht mir so Fun, dass ich da einfach Bock habe, permanent aufzunehmen. Ich habe permanent Bock aufzunehmen, nur haben wir jetzt nur noch 2 Cups übrig und dann war's das. Dann war's das leider, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall Mario Kart 7 mal in dem Stream spielen, weil das ist auf jeden Fall der Hammer, Leute. So, Peach, sammle deine ganzen Tampons bitte ein und versuche uns ans Ziel zu bringen. Versuche uns bitte auf den ersten Platz zu bringen, so gut wie es geht. Oh mein Gott! Habt ihr gesehen, die Bombe ist gezündet und ich war eigentlich schon lange weg. Aber, naja. So, kann man hier eigentlich die Abkürzung benutzen? Ja, kann man. Okay. Das ging ja im N64-Teil, ging das ja zum Beispiel nicht. Da brauchte man immer einen Pilz, um die Abkürzung zu fahren. Aber hier auf dem Nintendo 3DS ist es sogar möglich. Und ich bin jetzt erster Platz, dank der Abkürzung. Wobei das echt gar nicht so leicht ist, da hochzukommen. Es ist echt nicht leicht, Leute. Und ich wollte gerade sagen, nein! Als ob! Wieso? Wieso immer ich? Wieso immer ich, Leute? Was hab ich den Entwicklern getan, dass die mich wirklich so strafen, dass mich permanent ein Stachelpanzer erwischt? Was habe ich den Entwicklern getan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bin ich denen nicht zu gut oder sehen die das, dass ich denen zu gut bin oder... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch drunter. Na, klar! Ich habe zwar gesehen, dass die Rampe unten ist. Ich habe es wirklich gesehen. Also so blind bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich bin ab und zu wirklich blind. Also das muss man zugeben, Leute. Also wer meine Let's Plays kennt... Ich bin manchmal wirklich so blind, schaue in Sachen rein und sag dann trotzdem, ich sehe es nicht. Obwohl ich es aber sehe. So, Donkey Kong, stirb! Stirb, du hast keine Chance gegen mich. So, und jetzt bitte kein Stachelpanzer. Bitte kein Stachelpanzer. Lieber Mario Kart 7 Gott, erhöre mich. Schicke mir keinen Stachelpanzer. Schicke einen Stachelpanzer, wenn ich mal nicht erster Platz bin. Dann kannst du gerne einen schicken, dann ist es mir völlig egal. Und da braucht man tatsächlich auch einen Pilz, klar. Boah, als ob... Als ob, habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt 2-mal einen roten Panzer abgegeben. Und ist logisch. Ist klar. Die haben natürlich die Abkürzung benutzen können, weil die wahrscheinlich einen Pilz hatten. Und jetzt hat die mir... Die Behinderte, der hat mir jetzt mein Item weggeklaut und ich muss jetzt Erster werden. Ich muss Erster werden. Peach rockt das. Sie rockt es. Sie rockt es. Sie hat den Monster Buggy mit dem Monster Haar. Ah, okay, ich lasse es, komm, ich lasse es. Jawohl, erster Platz. Ich weiß zwar jetzt nicht mit wie vielen Münzen, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber erster Platz, Leute. Erster Platz, Marios Piste 2. Meine absolute Hassstrecke. Nein, es gibt sogar eine, die noch schlimmer ist. Also die zählt auf jeden Fall zu den Top 3, wo ich von dem Super Nintendo hasse. Und auch als Remake immer noch verabscheue. Immer noch. Es gibt eine Strecke auf dem Super Nintendo bei Mario Kart... Die habe ich echt so gehasst. Also ich weiß gar nicht, wie die Entwickler sowas programmieren konnten. Also ob das wirklich beabsichtigt war, dass man Spieler so hasst und vernachlässigt und sich denkt, hä, gut, dass ihr das Spiel gekauft habt, ihr werdet jetzt dafür leiden. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Sie wurde auf jeden Fall neu gemacht auf den Mario Kart 8 Teilen. Wurde sie neu gemacht, ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Wieso klauen die mir immer alle hier meine Münzen? Ich habe gar nicht gewusst, dass der Computer so münzgeil ist. Also ich glaube, in den neuen Mario Kart Teilen ist es nämlich nicht so. Ich glaube, da interessieren die Münzen gar nicht. Aber hier wird echt ohne Witz, werden hier Münzen gegrabt von mir ohne Ende. So,
Bombe geworfen und ich denke, da fährt mal keiner rein, weil Metal Mario einfach nur ein Idiot ist und die so weit wegwirft und wir haben es wieder geschafft, uns auf Platz 1 zu farmen. Einfach so. Einfach so. Solange ich jetzt nicht wieder von irgendwas Überraschendem attackiert werde, sieht die Ausgangsposition gar nicht so schlecht aus für den ersten Platz. Aber, Leute, wir haben noch eine ganze Runde und wir haben jetzt 7 Münzen, okay. Das heißt, wir könnten uns locker noch 3 irgendwo holen. Also zumindest mal am Ende. Auf diese Ölpfützen sollte man natürlich nicht kommen. Und wieso bin ich jetzt da dagegen gefahren? Wieso? Immer habe ich so einen geilen Driftspurt. Ohne Witz. Und dann fahre ich gegen irgendwas rein. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Also es liegt an meinem betrunkenen Fahrstil. Anders kann ich es mir gar nicht erklären, Leute. Anders kann ich mir echt nicht mehr erklären, warum ich so schlecht Auto fahre. Fahre ich wirklich in dem auch so schlecht Auto? Müsste mir mal jemand beantworten. Also der wo mich gut kennt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin eigentlich ein relativ guter Autofahrer. Muss ich zugeben. Erster Platz mit 10 Münzen. Sehr schön. So wollen wir das weitersehen. Dann auf geht's zur dritten Strecke. Was war die dritte Strecke nochmal? Irgendwas von der Nintendo Wii? Genau. Die Kokospromenade. Wird für mich eine absolute Premiere. Weil die Kokospromenade, die kenne ich noch nicht. Und das wird geil, Leute. Das wird geil. Ich liebe blinde Strecken. Tue ich nicht. Und ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen zu spät gedrückt. Ja. Also mit ziemlicher Sicherheit. Habe ich zu spät gedrückt. Und es wurde mir auch klar, gleich wieder verdeutlicht. Oh mein Gott! Wird es jetzt eigentlich zum Standard, dass mich gleich in der ersten Runde irgendwo eine Bombe trifft? Wird das jetzt Standard? Also ich hoffe mal nicht. Und in welche Richtung will ich denn? Will ich rechts oder links? Ja. Irgendwo muss ich ja lang. Und jetzt bringt mir mein Boost auch nichts mehr. Also manchmal sind die Booster echt irgendwie ein Witz. Die sind echt ein Witz. Wieso springt man hier eigentlich so hoch? Der Brunnen hat doch nur eine klitzekleine Kante, aber man springt wirklich so mega weit hoch, dass man sich schon denkt, dass es ein Witz wird. So. Thank you. Für was? Für was? Für was? Für was? Was kommt da schon wieder? Oh mein Gott. Ernsthaft? Das sieht ein bisschen aus wie bei Crash Bandicoot. Also da, wo die Autos die ganze Zeit so hin und her fahren. Das sieht irgendwie cool aus. Aber ich denke, Nintendo hat die Idee ein bisschen geklaut. Weil Crash Bandicoot gab es früher als diesen Mario Kart Teil. Also deutlich früher. Was ist denn das für ein Geräusch, mein Gott? Achso, ich glaube, das ist ein Kugelwilli. Ja klar, jetzt bin ich noch Platz 4 und dann hat mich noch ein Blitz getroffen. Also man sieht, die blinden Strecken, die sind echt nichts mehr für mich, Leute. Die sind echt nichts mehr für mich, also das verkraft ich nicht mehr. Und dann springe ich auch noch über das Item. Und die Gegner sind schon alle hier, das ist ja echt witzig. Das ist echt witzig und dann bin ich auch noch Erster. Ich habe es irgendwie geschafft, mich auf den ersten Platz zu spawnen. Und dann kommt ein Stachelpanzer. Nein! Wieso jetzt? Wieso jetzt? Das kann ich doch nie wieder aufholen. Das kann ich doch nie wieder aufholen, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schaffe ich es wirklich noch? Ach so, es ist ja noch gar nicht die letzte Runde. Oh Mann, bin ich dumm. Oh Mann, bin ich dumm. Mein Fehler. Mein Fehler, Leute. Mein Fehler. Tut mir leid. Also, wir haben ja noch eine Runde. Aber das sollte klappen. Das sollte klappen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Zum ersten Mal habe ich ein gutes Gefühl. Aber ich lobe den Tag nicht vor den Abend, weil ich genau weiß, dass mich jetzt wieder gleich ein Stachelpanzer treffen wird. Also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Oder natürlich wieder ein Blitz. Eins von beiden. Und natürlich immer dann, wenn ich irgendwo vor einem Abgrund stehe und mich nicht mehr retten kann. Dann ist es meistens der Fall. Rosalina, verschwinde. Du sollst mich nicht ärgern. Und nerven sollst du mich schon gar nicht. Weil ich will nicht mit dir rumhängen. Ich bin nicht deine Freundin. Nintendo mag das zweimal anpreisen, dass du meine Freundin bist, aber du bist nicht meine Freundin. Wenn du meine Freundin wärst, würdest du mir den Sieg gönnen. Und mir nicht versuchen, den Sieg zu stehlen. Was dir sowieso nicht gelingt, weil ich jetzt nämlich Erster geworden bin. Sogar mit 5 Münzen. Ja toll. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Und zwar ein kleiner Trostpreis. Aber der erste Platz in diesem Cup sieht für uns schon mal sehr gut aus. Wir haben jetzt 30 Punkte, also uns kann eigentlich nicht mehr viel geschehen. Ich sag bewusst nicht mehr viel. Ich sag nicht nichts. Der Waluigi Flipper. Auch eine ganz tolle Premiere für mich in dem Fall. Und ich lasse mich jetzt echt überraschen. Weil die Wario Level und die Waluigi Level sind meistens so richtig verspickte Level. Also sie sind ein bisschen verrückt. Und ich denke, so wird es hier auch der Fall sein. Und ja. Es geht ja schon wirklich gut los. Also ich denke, das soll wirklich komplett so ein Flipper-Automat darstellen. Und die Idee wäre natürlich geil. Also die Idee ist super. Wenn man die gut umsetzt, macht es bestimmt eine Menge Spaß, diese Strecke zu fahren. Aber allerdings gibt es ja auch wirklich krasse Kurven, Leute.
Und die Waluigi-Strecken, die kennt man wirklich nur so. Auch in Mario Kart Double Dash, gab es da, glaube ich, eine Waluigi-Strecke oder nicht? Boah, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall die Wario-Strecke war, glaube ich, das Wario-Kolosseum. Ja, klar, als ob. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin schneller als diese blöde Kugel, aber nein. Das Wario-Kolosseum war ja zum Beispiel auch sowas, was richtig verspickt war. War, glaube ich, auch die größte Strecke in Double Dash. Oder war das in Double Dash oder in Mario Kart 64? Boah, da bin ich mir jetzt echt unsicher. Da bin ich mir echt unsicher, Leute. Boah, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, einer von beiden muss es gewesen sein. Aber ich will dich doch einfach nur mal mit einem grünen Panzer treffen. Ist das denn so schwer? Ist das denn so schwer? Rosalina, du machst mich verrückt. Und da kommt auch noch ein Blitz. Also ich wäre jetzt eigentlich um den Stachelpanzer gar nicht so böse. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Also ich wäre jetzt gar nicht so böse um den Stachelpanzer. Bei mir würde das ja nichts ausmachen. Doch, im Moment schon. Im Moment schon. Also gerade vorher noch nicht, aber jetzt. Bitte kein Stachelpanzer. Bitte kein Stachelpanzer. Sei so lieb, Computer, und schick mir keinen Stachelpanzer. Wir wollen nicht wieder die Hölle auf Erden erleben. Und jetzt kommt bestimmt wieder gleich diese blöde Flipperkugel, oder? Ah, vielleicht erst wieder in der nächsten Runde. Was war denn das? Ich bin festgesteckt in der Wand und da kommt sie schon wieder. Da kommt sie schon wieder und das ist echt langsam einfach nur noch lame, was hier passiert. Das ist echt lame, was hier passiert, Leute. Dass mich das Ding immer erwischen muss. Wenn es nicht auf der Strecke, auf der normalen Strecke ist, nee, dann ist es im Automaten selber. Und ich krieg das irgendwie immer ab. Ich krieg das echt immer ab. So, 10 Münzen gefarmt. Sehr schön. Die 10 Münzen sind voll. Jetzt müssen wir natürlich nur noch Erster werden. Stachelpanzer, ich warte immer noch auf dich. Also ich rechne ja schon praktisch damit, dass ein Stachelpanzer kommt. Nur leider gibt es hier keine Tröte. Also selbst wenn einer kommt, wir können gegen den Stachelpanzer nichts ausrichten. Absolut gar nichts, Friends. Wir können nichts gegen den machen. Aber egal, wir nehmen das hin wie ein Mann, beziehungsweise wie eine blonde Frau in einem Soda-Jet und machen einfach das Beste daraus. Mehr können wir nicht tun. Mehr können wir nicht tun. So, jetzt kommt wieder diese abgefuckte Stelle. Aber ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Aber ich glaube, hier passiert mir gar nichts, wenn ich hier lang fahre. Nö, da passiert mir wirklich nichts. Geil. Wieso bin ich da nicht eher drauf gekommen? Dann hätte ich dieses Problem nicht gehabt. Und wir sind Erster mit viel Vorsprung, Leute. Geil. Erster Platz, 10 Münzen, 40 Punkte insgesamt. Was will man mehr? Was will man mehr? Also, ich kann es nicht oft genug sagen, Leute. Was will man mehr? Und wir können uns gerne die Ergebnisse anschauen, wie wir denn diesen Bananencup abgeschlossen haben. Und es sieht wie folgt aus. Ich hoffe natürlich, ja, ich denke mal schon einen neuen Charakter. Gehe ich mal stark davon aus. Und sogar mit 3 Sternen. Respekt. Wirklich, Respekt. Du hast den Blood Cup freigeschaltet, okay? Und einen neuen Charakter. Und vielleicht mal... Und sogar ein neues Kartteil. Perfekt, Leute. Damit verabschiede ich mich für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Gaming Dan. Und ciao.